Ereignis, das die Stadt vorauswirft. Unser neuestes Flugzeug hat noch keinen Namen. Das soll sich heute ändern. Unser Reisemotorsegler, eine Super Dimona der Firma Diamond, soll heute getauft werden. Und welchen Namen soll sie bekommen? Ich begrüße recht herzlich Herbert Rösemann, einen unserer Gründerväter des Vereins. Manche nennen ihn den Gründer. Herbert, was wäre der Ohlenflugbeine ohne dich gewesen? Ohne deine Kompetenz, ohne dein Fachwissen. Grüßen Sie mit mir Herrn Einhaus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bereit erklärt, das zu tun. Ja, sehr geehrter Herr Rinnau, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die besondere Ehre, die mir zuteil wird, dieses Flugzeug zu taufen. Ich darf mich wohl auch bedanken bei Herrn Rösenau, dass er für diesen Standort sich weiterhin so engagiert. Mir ist ja gerade deutlich geworden, wie viel Arbeit und Engagement Sie hier eingebracht haben. Deswegen habe ich hier so ein schönes Sektglas und werde jetzt die Taufe vornehmen. Ja wohl auch ja, Ihnen zu Ehren, Herr Rösemann, und zwar mit dem Namen Herbert, taufe ich dieses Flugzeug, jetzt muss ich das Mikro abgeben, dass dieses Flugzeug, bei Schiffen sagt man ja immer eine Handvoll Kiel unterm Wasser, und für dieses Flugzeug, dass dieses Flugzeug immer den nötigen Auftrieb hat und in der Luft bleibt, so wie man sich das vorstellt. Ja, danke schön für die Aufmerksamkeit. Geht der ganze Tag.